computergesteuert, ja, und ohne normalen menschlichen Eingriff außer aus dem Kontrollraum. Und so ist es immer noch ja ein bisschen gruselig, in Anführungsstrichen, wenn man dieses hier sieht. Aber es ist also deutlich schneller, als der Mensch das machen könnte. Und so sind es jetzt sehr beliebte Container-Terminals mit einem sehr hohen Ladungsumschlag. Ja, liebe Gäste, in wenigen Minuten, ungefähr 8 Minuten, werden wir hier das Molenfeuer von Rotterdam passieren und in die offene Nordsee einbiegen. Von da auf geht es dann ja erstmal auf einen nördlichen Kurs an der niederländischen Küste vorbei. Später dann in der Höhe der Insel Terschelling geht es dann Richtung Ost in das Verkehrstrennungsgebiet, also sozusagen die Autobahn auf hoher See, Deutsche Bucht. Wir passieren dann erst die niederländischen und dann die deutschen Nordseeinseln in einem Abstand von ungefähr 15 Seemeilen, also von unserer Route bis zu den Inseln. Bei der Sicht momentan bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da noch etwas sehen kann. Wenn es nachher aber ein bisschen aufklärt, dann sind die Nordseeinseln auch gut zu sehen an unserer Steuerbordseite. Ja, heute Nacht, so um Mitternacht, werden wir dann dem Lotsenversetzboot Elbe 1, Tonne Elbe 1 aufnehmen und dann in Richtung Hamburg laufen über die Elbe. Bis zur Elbe 1 haben wir 219 Seemeilen noch zurückzulegen und dann ja von der Tonne Elbe 1 bis zu unserem Liegeplatz weitere 77 Seemeilen auf der Elbe. Wir werden morgen dann auch gegen 8 Uhr am Liegeplatz festgemacht haben und dann bereit sein für ihren Landgang oder leider dann auch für ihre Reise wieder in die Heimat. Der Liegeplatz morgen in Hamburg, das Cruise Center Steinwerder, wo wir auch unsere Reise begonnen haben. Ja, wie gesagt, 8 Uhr, gut am Liegeplatz fest. Kommen wir erst einmal zum aktuellen Wetter. Momentan der Wind aus östlicher Richtung mit einer Stärke von 3 Mufor, Temperatur 8 Grad und der Luftdruck 1003 Hektopascal. Das ist einmal nochmal deutlich gefallen. An unserem Tag auf See heute erwarten uns Winde bis zu Mufor 5 bis 6. Ein Seegang von bis zu 1,5, vielleicht auch 2 Meter aus östlicher Richtung. Sollte aber nicht allzu sehr zu merken sein hier. Und eine Temperatur von 12 Grad. Das Wetter morgen teils bewölkt, südliche Winde der Stärke 3, morgens auch vielleicht in Böen der Stärke 6. Wenn wir dann nach Hamburg einlaufen über den Tag, aber flaut es dann wieder ab, also Stärke 3 im Schnitt. Temperaturen steigen bis auf 15 Grad. Ja, und sonst erwartet uns eigentlich ein netter Tag morgen in Hamburg. Am Morgen vielleicht eine Regenfront, die durchzieht, aber den Rest des Tages sollte es dann zwar bewölkt, aber nicht so schlecht werden. Ja, liebe Gäste, ich hatte Ihnen versprochen, das größte Schiff der Welt. Es ist noch nicht ganz zu sehen, aber gleich, wenn wir die Mole passieren, auf unserer Backbordseite sehen Sie dann die Aufbauten, also das Überwasserschiff sozusagen, der Pioneering Spirit. Die Pioneering Spirit, das ist ja, wie gesagt, das größte Schiff der Welt, eine Länge von 382 Meter. Das ist nicht allzu viel, aber die Breite dazu, sie ist auch nochmal 123 Meter breit. Und zusammen mit dem Tiefgang von 27 Meter hat sie dann eine Vermessungsgröße von 403.342 Motorraumzahlen. Ja, und das ist dann doch dreimal so viel, wie wir das haben und damit das größte Schiff der Welt. Insgesamt 571 Besatzungsmitglieder an Bord und diese sorgen dafür, dass man dieses Schiff auch vernünftig positionieren kann und Arbeiten durchführen kann. Was sind die Arbeiten der Pioneering Spirit? Sie kann die Ölbohrinseln heben oder auch auf ihren Platz setzen und so ist es, dass sie für jedes Projekt einzeln umgebaut wird. So auch mittlerweile wieder, sie hat ihre erste Reise sozusagen hinter sich gebracht, ihr erstes Projekt erfolgreich beendet und jetzt geht es darum, sie klar zu machen für das nächste Projekt. Das dauert aber dann doch einige Monate immer, bis es dann wieder heißt, nein, los und eine neue Ölbohrinsel an ihren Platz zu stellen oder dementsprechend eine alte wieder abzubauen. Insgesamt hat die Pioneering Spirit 12 Azipods, also 12 Propellergondeln, so wie wir das haben, mit einer Leistung von 94.460 Kilowatt. Und diese braucht man, wie auch beim Schwimmkran Tialf vorhin, um das Schiff auch bei wirklich schwerer See dann auf den Zentimeter genau auf Position halten zu können und ihre Arbeit verrichten zu können. Ja, liebe Gäste, so viel auch heute zu unserer Hafenrundfahrt in Anführungsstrichen hier in Rotterdam. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen schon einmal verabschieden, denn der ein oder andere von Ihnen oder die meisten von Ihnen werden uns ja morgen in Hamburg hier verlassen.
Heute Abend oder heute Nachmittag sehen wir uns vielleicht nochmal im Theatrium bei der Nautischen Stunde. Wenn nicht, dann jetzt schon einmal eine gute und sichere Heimreise. Und vielen Dank, dass Sie meine und unsere Gäste waren. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie noch einmal auf einem unserer AIDA-Schiffe begrüßen könnten. Ja, und zum Abschluss lassen Sie uns dann jetzt würdig von Rotterdam verabschieden mit drei langen Tönen auf dem Tüfer und unserer Auslaufmelodie. Ich würde sagen, auf Wiedersehen, Rotterdam.